Ja, wir machen gleich weiter mit dem Herrn Hanuschek von Strategix, der den Fokus ein bisschen weglenkt von dem Thema Mobile und uns ein ganz interessantes, ja eigentlich kann man sagen E-Commerce-Konzept vorstellen wird, was natürlich auch irgendwie wieder stationär und offline miteinander verknüpft. Ich hoffe, es funktioniert. Ich auch. Ja. Danke. Okay, ich muss das ausprobieren. Also, guten Tag, mein Name ist Hanuschek. Ich bin der Gründer der Firma Strategix. Seit 21 Jahren befasse ich mich mit Category Management, mit der Implementierung von Category Management. Die Lösungen, die ich konzipiert habe und mitentwickelt habe, laufen heute bei 80 der 100 größten Handelsunternehmen der Welt. 2001 habe ich Strategix gegründet, eine Boutique-Consulting-Firma, wo wir uns spezialisieren auf spezielle Lösungen für Kunden. Die Lösungen basieren auf Standardkomponenten, aber wir versuchen für jeden Kunden irgendwas Spezielles zu entwickeln. Wir haben zum Beispiel Kunden, wo, wenn sie ein Produkt auf Planogramm, auf Regalplan platzieren, erscheint er automatisch in den Filialen, wenn sie ein Produkt rausnehmen, verschwindet aus den Filialen. Wir haben Kunden, wo die Regalpläne sich wöchentlich aktualisieren, filialspezifisch. Jede Warengruppe wird mit Verbindung zu Nachschubstellungssystem synchronisiert. Das heißt, die Leute in der Filiale bekommen Pläne, wie sie die Ware aufstellen, und das ist schon synchronisiert mit der Nachschubstellung, dass wenn die Ware in die Filiale kommt, sie wissen, wo das platziert werden sollte. Wir haben uns bis vor kurzem auf das stationäre Handel fokussiert, und ich habe immer gesagt, so 3%, 5% des Umsatzes, das E-Commerce macht, das ist okay, aber das stationäre Handel ist das Wichtigste. Neulich habe ich meine Meinung geändert. Wenn Sie hier schauen, also es gab schon sehr viele Statistiken, aber schauen Sie auf den Jahr 2020. Da gibt es Wachstum im Vergleich zum Vorjahr bei dem Total Retail Sales von 1,4 Billionen Dollar. Wenn Sie auf die E-Commerce-Seite schauen, dann ist der Wachstum 0,6 Billionen Dollar. Das heißt, fast 50% des Wachstums in 3 Jahren wird auf der Seite von E-Commerce sein. Und auch Mobilität, das war das Thema hier. Und diese Untersuchung bestätigt das, was hier schon gesagt wurde. Vor 3 Jahren, 2013, nur 5% der Einkäufe wurden von Mobility beeinflusst. Jetzt haben wir 37%. Okay? Das heißt, das ist immer wichtiger. Das ist der aktuelle Trend, und wir müssen uns auch diesem Trend stellen. Deswegen Strategix befasst sich auch jetzt mit E-Commerce und Mobility. Wir haben dazu extra ein Startup gegründet, weil die tatsächliche Bedeutung von E-Commerce, das ist wie ein Eisberg. Also das, was wir sehen, das ist nicht alles. Das, was unter dem Wasser ist, das ist die reelle Bedeutung. Und wenn vor einigen Jahren, als ich mit Category Management angefangen habe, Category Management, das waren die 4 Taktiken: Price, Promotion, Placement und Produkt. Und die Händler konnten die Kunden Entscheidungen steuern durch Preis, durch richtige Platzierung und durch Aktionen und so weiter. Jetzt ist das komplizierter geworden, weil wir haben noch 2 zusätzliche Medien. Also Facebook und Google, alle kennen das. Bei Google, wir können alle Preise finden, es gibt verschiedene Suchmaschinen und so weiter. Dann haben wir noch die Freunde von Amazon, die konkurrieren mit allen Händlern. Und das heißt, wir können das nicht mehr ignorieren. Also es gab vor ein paar Jahren, dass einige Händler haben E-Commerce ausprobiert, die haben Verluste gemacht, die haben das eingestampft. Aber jetzt ist der neue Trend. Ich zeige ein paar Slides von der Untersuchung, das PricewaterhouseCoopers zusammen mit der Firma JDA gemacht hat.
Es zeigt sich, dass 75% der Händler in den letzten 12 Monaten investieren immer mehr in E-Commerce. Okay? Also das zeigt schon, dass wahrscheinlich ist das nicht mehr verlustbringend. Und das wurde auch bestätigt. Jetzt 62% der Händler bestätigen, dass E-Commerce ist profitabel. Das ist 7% mehr als im Vorjahr und 20% mehr als vor 2 Jahren. Das heißt, es ist ein riesiges Potenzial, dass man noch mit E-Commerce wirklich Geld verdienen kann. Das ist nicht nur Marketing. Und was sehen wir noch weiter? Das Hauptproblem von den meisten Unternehmen, die E-Commerce betreiben, oder eine der Hauptprobleme, das sind die Retouren. Okay? Die Kunden bestellen die Ware, die schauen sich das an, manchmal bestellen sie 5 verschiedene Schuhmodelle und dann wird das alles zurückgeschickt, oder vielleicht ab und zu eins behalten. Wenn sie dann bei Home Delivery nicht zufrieden sind, sie schicken das zurück. Und das verursachte große finanzielle Probleme für die Händler. Aber das sind nicht die einzigen Probleme. Es gibt auch Out of Stocks. Das heißt, jemand hat irgendwas im Internet gesehen, er hat bestellt und bei der Kommissionierung hat sich herausgestellt, es ist nicht mehr da. Zusätzlich haben wir Situationen, wo wir zu viel Bestand haben von anderen Produkten, die wir nicht brauchen. Und dann die Kosten steigen ständig. Vor allem durch diese Same-Day-Delivery und Free-Delivery und so weiter. Und es gibt auch diese Fulfillment-Mistakes, das heißt, wir liefern den Kunden nicht das, was er bestellt hat. Weil die Leute machen Fehler. Okay, wie beeinflusst das jetzt die Investitionen bei den Händlern? Das sind Daten aus USA. Und da zum Beispiel das Hauptthema, was sich jetzt entwickelt, das ist Click and Collect. Okay? Also 4% mehr Händler möchten Click and Collect machen, das heißt, die Leute kaufen im Internet und holen selber ab. Diese 4% bedeutet aber, dass das relativ betrachtet 10% der Unternehmen möchten das machen. Diese Same-Day-Delivery, womit die Leute früher geworben haben für E-Commerce, schauen Sie, das geht 10% zurück. Das bedeutet, dass 25% der Unternehmen, die heute Same-Day-Delivery anbieten, im Jahr 2017 wird das gestrichen. Ja, das ist ein der Probleme, also ein der Kostentreiber, deswegen versucht man, das zu vermeiden. Und wie kann man das Ganze lösen? Also die Idee, ich schreibe hier in Fragezeichen neue Idee, ist, dass man versucht, die physische Filiale mit einer virtuellen Filiale irgendwie zu vereinen. Man hat Untersuchungen gemacht und hat sich herausgestellt, dass die Leute in einer virtuellen Filiale nach kurzer Zeit genauso sich benehmen wie bei einer physischen Filiale. Also die Kaufentscheidungen werden beeinflusst von Platzierung, von der Reihenfolge, von Promotions und so weiter. Und wenn wir die beiden verbinden wollen, dann muss das in Echtzeit passieren. Das heißt also, wenn ich eine Filiale sehe, dann muss das eine bestimmte Filiale sein, die in meiner Nähe ist. Wenn ich das geschafft habe, dann kann ich die gleichen Taktiken verwenden wie im Standard Category Management, also wie der Price, Promotion, Product, Placement. Und der Shopper, nachdem er sich das Ganze angeschaut hat, der kann selber entscheiden, wie das geliefert wird. Das heißt, er kann das online bestellen, der kann Click and Pick machen oder Click and Collect. Oder wenn ihr weiß, dass das die Filiale um die Ecke ist und ihr kennt die Filiale und ihr weiß, wo das in der Filiale steht, der geht einfach hin und holt das selber ab. Okay? Dann haben wir die Kommissionierung in der Filiale. Das ist immer die Quelle der Probleme.
weil die Leute machen Fehler, das dauert Zeit und wenn ich viele Bestellungen bekomme, statt sich freuen, alle sind in Panik, weil sie können das nicht rechtzeitig kommissionieren. Wenn ich das aber digital unterstütze, wenn meine Filiale digitalisiert wurde, ich weiß genau, wo jedes Produkt ist. Und ich kann den Leuten, die das Picking machen in der Filiale, sagen, wo die Produkte in den Regalen sind. Und ich kann das Ganze vereinfachen und beschleunigen. Und die Idee ist nicht neu. Die Idee stammt von Professor Raymond Burke. Und das ist September 97. Also man kann diesen Artikel noch im Internet finden. Und als Studenten oder Wissenschaftler kann man sich da einloggen und das umsonst downloaden. Sehr interessant. Und es ist unglaublich, wie aktuell das noch ist. Also ich war beteiligt bei der Softwareentwicklung für Professor Burke. Und das, was wir vor 20 Jahren entwickelt haben, noch mit Windows 3.1, von der ganzen Logik, das ist genau das Gleiche, was heute von Dassault angeboten wird, von Kantar und von anderen Unternehmen, die 3D Virtual Stores anbieten. Dass ich da mit der Hand ein Produkt rausnehme, drehe und so weiter. Das haben wir alles schon vor 20 Jahren gehabt, aber das hat nicht geklappt vor 20 Jahren. Warum? Weil die Voraussetzungen wurden nicht erfüllt. Also erstmal mussten die Filialen digitalisiert werden. Das heißt, für jede Filiale, ich muss einen genauen Floorplan haben, ich muss genaue Regale haben, also genau das, was in der Filiale ist. Der Shopper muss eine Benutzeroberfläche haben, die benutzerfreundlich ist. Also vor 20 Jahren, Internet war nicht so schnell wie heute. Noch 3D im Internet damals war also wirklich große Herausforderung, hat einfach nicht funktioniert. Jetzt, wir wissen, dass das geht. Und die Benutzeroberfläche muss mit einem interaktiven Verbindung zu Fulfillment. Das heißt, wenn ich da in der Filiale ein Produkt finde, ich klicke dieses Produkt, ich soll in der Lage, das zu bestellen, vielleicht mit Payback bezahlen oder mit einem anderen System. Und die Visualisierung des Regals muss in Echtzeit aktualisiert werden. Das heißt, wenn ich Autostocks in der Filiale habe, die müssen im Internet auch sichtbar sein. Weil ich will nicht, dass jemand irgendwas bestellt, was er dann später nicht abholen kann. Okay? Die ganze Kommunikation, also die Schilder und so weiter, die sollen auch genauso sein wie in der Filiale, dass wenn der Kunde jetzt mit diesem Shop arbeitet, er kann dann in die Filiale gehen und er kann alles schnell finden. Und wenn ihr weiß, dass das wirklich die Filiale um die Ecke ist, sehr oft, er prüft nur, ist es da? Ja, dann gehe ich hin. Weil das ist manchmal die schnellste Lösung. Und die Kommissionierung, wie ich gesagt habe, wird unterstützt durch diese digitale Filiale. Also das sind die Voraussetzungen. Ich kann mir vorstellen, dass das ist meine oder deine Filiale. Ich kann in diese Filiale gehen, ich kann ein Regal auswählen. Und so könnte dieses Regal aussehen von einer konkreten Filiale. Und wir sehen hier, dass diese ganze Signage, was ich habe, also das ist auf Polnisch, wenn das jemand nicht erkannt hat. Sie sehen, da gibt es Promotia, also Aktion, also genauso wie in ein Regal in eine Filiale. Dann gibt es Novos, das sind Neuigkeiten. Und das ist 100% identisch mit dieser Filiale. Es gibt sogar, schauen Sie, da oben gibt es ein Out of Stock. Diese leere Fläche in dem Regal ist entstanden nicht dadurch, dass jemand schlechte Planogramme macht. Es ist wirklich ein Out of Stock in diese bestimmten Filiale. Wenn ich dann ein Produkt anklicke, okay, ich kann dann die Details sehen, ich kann das bestellen, dieses Screenshot ist von Amazon, das erkennt jeder. Aber wir haben uns geeinigt mit Professor Rüschens, dass ich versuche hier nichts zu verkaufen, deswegen der Name des Herstellers ist unsichtbar. Aber die gleiche Logik wie bei Amazon. Ich kann dieses Produkt
in den Einkaufswagen schieben. Und ich habe da bei unseren Kunden hat man verschiedene Möglichkeiten. Weil ich kann sagen, das ist Click and Collect. Ich kann sagen Same Day Delivery. Ich kann sagen normales Delivery. Oder an der Tankstelle unterwegs, wenn ich von der Arbeit fahre, nach Hause. Okay. Und dann haben wir Picking. Und so sieht ein Picking-System, ich weiß nicht, ob das klappt da mit diesem. Okay. Also Sie sehen, da gibt es ein Produkt, das ist Bier, Żywiec. Und das System automatisch sagt dem Picker, wo dieses Produkt im Regal steht. Okay? Auf diese Weise geht das wesentlich schneller und der macht weniger Fehler. Und der kriegt noch Informationen, in welcher Reihenfolge soll er durch die Filiale gehen und welche Warengruppen auf dem Floorplan betroffen sind. Das heißt, der kriegt die Bestellung oder 4 Bestellungen normalerweise, der weiß, welche Regale da sind und das geht wirklich sehr schnell. Und die Vorteile, der Kunde entscheidet, als wäre das eine normale Filiale. Der Kunde kennt diese virtuelle Filiale, das ist seine Filiale. Und ich muss ein bisschen schneller sein. Ich denke, das Wichtigste ist, dass das System hat gezeigt, dass die Kunden kaufen mehr durch Impulse. Das heißt, die entscheiden über Warengruppen. Der möchte irgendwas, Shampoo kaufen und der sieht die ganze Haarenpflege. Der kann dann zusätzliche Produkte kaufen. Der kann dann durch die ganze Filiale strollen und sich andere Warengruppen anschauen. Und dann, was auch sehr wichtig ist, der weiß, das ist seine Filiale. Also die Leute gehen wirklich zu Fuß in die nächste Filiale. Und die Ergebnisse von den Kunden, die das eingesetzt haben, zeigen, es gibt Korrelation zwischen den Klicks auf der Website und der Ware, die ein paar Stunden später gekauft wurde. Und das ist die günstigste Logistik. Ja, der Kunde kommt, macht selber Picking und macht selber Home Delivery. Also billiger geht es nicht oder günstiger. Und ist das überhaupt umsetzbar? Ich denke, ich habe das schon verraten, dass das geht. Ja, das geht. Und ich habe hier ein Beispiel, aber ich weiß nicht, wie kann ich jetzt auf den Link klicken, ob das hier geht. Ah, hier ist die Maus. Leider haben wir das nicht vorgesehen. Ah, okay, es wurde geklickt. Okay, können Sie bitte schließen? Okay. Ich weiß nicht, ob ich das... Okay, sorry, das Demo funktioniert nicht, aber das ist... ich empfehle jedem, sich diese Website anzuschauen. Soll ich nochmal versuchen? Ja, gerne. Wir dienen den von hier sprechen. Von hier? Ja, ja, okay. Bleiben Sie vorne. Ich, ja. Also erstmal auf diese Warengruppe. Ja. Hier, diese. Okay. Also hier sehen Sie die ausgewählte Warengruppe. Sie haben gesehen, dass diese Filiale ist sehr schematisch. Okay? Wir haben verzichtet auf die Darstellung jeder einzelnen Filiale, wie sie wirklich aussieht, weil wir möchten, dass alle Kunden wissen, wo was ist in diesem Internetshop. Aber wenn Sie die Warengruppe auswählen, dann ist das genauso die Warengruppe in dieser Filiale. Und ich hab in meiner Präsentation da einen Screenshot gehabt von einer Warengruppe mit diesem Out of Stock. Wenn wir da weiter nach rechts gehen, Sie werden sehen, dass dieser Autostock ist weg. Und weil sich die Produkte für Kindergartenbesucher so gut waren, gibt es nicht mehr ein Regalmeter, gibt es 2 Regalmeter. Okay, noch eins weiter. Noch eins weiter. Noch eins weiter. Stopp. Okay, jetzt versuchen wir das zu kaufen. Jetzt kleiner machen. Okay. Noch eins weiter.
Noch eins weiter? Da sind wir. Okay, also wir haben, der Autostock war ungefähr hier bei diesen zwei Teddybären. Rechts davon war ein Autostock. Und Sie sehen diese blauen Segmente, das ist von einem Baby bis zum Kindergartenkind. Die sind jetzt zwei. Auf diesem Screenshot, ich habe das von dem gleichen Shop gemacht, von der gleichen Filiale. In meiner Präsentation gibt es nur ein Segment. Ich wusste nicht, dass das jetzt zwei Segmente sind. Ich wollte heute Morgen nur gucken, ob der Autostock weg ist. Okay? Das heißt, dass alles lebt. Alle 15 Minuten sind die Bestände abgeglichen und wird ein neues Planogramm für diese Filiale generiert. Ja? Und wenn wir wissen, wie schnell sich die Produkte verkaufen, und wir können berechnen, dass zum Beispiel, wenn wir für Picking Viertelstunde brauchen oder 20 Minuten, dass in 20 Minuten wahrscheinlich ist dieses Produkt weg. Dann wir schmeißen das schon aus dem Planogramm, weil wir möchten keine enttäuschten Kunden. Wir möchten, dass der Kunde selber über einen Ersatz entscheidet. Okay? Weil dann, wenn er in die Filiale kommt, der ist nicht enttäuscht. Der hat selber entschieden. Okay, jetzt zurück zu meiner Präsentation. Ich weiß nicht, wie ich da... Können Sie den letzten Slide zeigen? Ja, nächster Slide. Das kann, okay. Also wir haben am 18. Mai bei uns im Büro im Schloss Garrat in Düsseldorf eine Konferenz. Und das ist der ganze Tag, wo wir zusammen mit unseren Partnern, mit denen wir an dieser Lösung gearbeitet haben und arbeiten, wo wir das zeigen. Und da zeigen wir nicht nur diesen Internetshop, wir zeigen auch, wie die Filiale gestaltet wird, wie die Planogramme gemacht werden, Floorpläne und wie diese ganze Nachschubsteuerung, weil die Logistik, das ist auch mit Prognosesystem verbunden und diese ganze Picking. Also wenn jemand Interesse hat, dann laden wir herzlich ein. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Hanuschek. Ich glaube, es ist jetzt nochmal ganz plakativ geworden und es ist ja jetzt keine präparierte Website gewesen nochmal, sondern das war ja eine Live. Das ist live. Website. Also das ist. Wenn Sie auf Rossmann Polen gehen, ich erzähle nicht genau, was wir gemacht haben. Wenn Sie gehen, rossmann.pl. Wobei wir haben jetzt hier keine Filiale eingegeben. Das war jetzt irgendeine. Da kommt einer, wenn Sie in Polen sind und wenn Sie sind unterwegs und Sie haben ja. GPS. Dann wird das automatisch die nächste Filiale. Gut, verstanden. Haben Sie Fragen? Gibt es Fragen aus dem Publikum? Jawohl, da hinten. Hinten in der Mitte. Dankeschön. Ja, danke erstmal für den interessanten Vortrag. Mein Name ist Leonie Kalis, ich bin auch von Payback und Ihre Idee finde ich super. Allerdings, also das ist jetzt was ich persönlich jetzt nur aus dem fairen ostasiatischen Raum kenne und ich habe mich gefragt, gibt es Überlegungen dazu, wie das in Europa und Deutschland funktionieren kann oder haben Sie das jetzt in Polen getestet bei Rossmann oder also wir haben, auch in Deutschland? Okay, also wir haben längere Zeit im Bereich von Category Management gearbeitet. Und wir haben Kunden, die haben wirklich 100% digitalisierte Filialen. Und auch Kunden in Deutschland, die das haben. Weil das ist die Voraussetzung. Ja? Und das ist das, was vor 20 Jahren nicht da war. Und diesen Content aufzubauen, das dauert vielleicht ein paar Jahre. Diesen Shop aufzusetzen, das ist wirklich einfach. Aber diesen Content aufzubauen, dass ich für jede Filiale die Floorpläne habe, dass ich alle Planogramme habe, dass die Planogramme automatisch aktualisiert werden. Das ist tricky und das ist wesentlich komplizierter als dieses Internetshop. Dieses Internetshop, das ist relativ einfach umzusetzen. Okay, also Deutsche würden das auch annehmen und nutzen, obwohl sie eigentlich ganz so affin dafür. Wir sprechen schon mit einigen Handelsunternehmen und wir hoffen, dass nachdem wir das offiziell präsentiert haben im Mai, dass wir da auch Kunden gewinnen. Ich glaube, man kann dazu sagen, dass Sie ja immer beides anbieten. Zumindest bei Rossmann gibt es jetzt diese Ansicht, aber Sie können genauso auch eine ganz normale Online-Shop-Ansicht haben und da dann ganz normal shoppen, oder? Ja, aber am Anfang war das so, dass das Default, also die Voreinstellung war, dass
traditioneller Internetshop. Ja. Aber jetzt das in einem Browser auf einem PC ist das jetzt umgekehrt. Also man hat gesehen die Benefits, die man hat, wenn die Leute über diese Website gehen. Das, was noch nicht läuft, das ist auf mobilen Geräten, das ist wieder die Mobilität. Aber wir arbeiten daran, dass wir Apps haben, wo man die Regale auf einem Tablet oder auf einem Telefon auch durchbrowsen kann. Also da sind wir schon dabei. Mhm. Hatte ich Sie unterbrochen? Nee. Alles gut, danke. Okay, also die Kunden, die wählen tatsächlich eher diese neue Form oder ist es nur die Vorgabe, die... Das ist die Vorgabe, aber einer der wichtigsten Effekte ist, dass die Leute gehen wirklich in die Filiale. Okay. Und das ist, würde ich sagen, einzigartig, dass man sich freut, dass die Leute den Kaufvorgang im Internet abgebrochen haben. Ja? Okay, gibt es noch weitere Fragen? Wenn, dann noch eine ganz kurze. Wir sind im Moment super in der Zeit, aber für eine haben wir noch Zeit. Hallo? Funktioniert. Thomas Behrens, Rewe Digital. Ich glaube, es ist ein System, da denkt man natürlich sehr schnell drüber nach, diesen Omnichannel-Ansatz, E-Commerce und Stationärgeschäft zu verknüpfen. Was für mich immer noch ein unlösbares Thema ist, vielleicht haben Sie da die Lösung für, ist das Thema Out-of-Stock, also Bestandsführung im Markt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel als Lebensmittelhändler. Wir verkaufen viel Joghurt. Jetzt habe ich das Problem, es kommt jemand mit einer Steige Ehrmann-Joghurt an die Kasse, die Kassiererin scannt einen Joghurt, sagt 16 Mal das Produkt und dann ist der Erdbeerjoghurt 16 Mal gescannt worden, obwohl da auch Banane oder Pfirsich mit dabei war. Und zack ist der Bestand im Markt nicht mehr aktuell, weil ich über statt einem Bananenjoghurt einen Erdbeerjoghurt in der Kasse habe. Okay. So, ich kann ja nicht jeden Tag eine Inventur machen. Und insofern wäre ich jetzt gespannt zu hören, wie da Ihr Lösungsansatz für so eine Thematik ist. Okay. Also das System löst dieses Problem nicht, das ist klar. Aber wir bieten auch Lösungen, die unterstützen, dieses Compliance in den Filialen zu unterhalten. Also wir haben Kunden, die wirklich haben, ich will nicht sagen 100% Compliance zwischen Planogrammen und Filialen, ich würde sagen 99%. Sehr oft nutzen wir ein Gag, dass wir potenziellen Kunden einladen und sagen, wähle dir eine Filiale und eine Warengruppe. Du kriegst dann Planogramm in Papierform. Wir gehen in die Filiale, das zu überprüfen. Und wir haben da bei einigen Kunden, die wir haben noch nie enttäuscht gewesen. Okay? Also das ist nicht bei allen Kunden. Also da muss man wirklich Disziplin haben, um das umzusetzen. Und ich sage, dieses Internet-Shop, also bei heutigen Stand der Technik, das ist einfach. Aber das ist ein ganzes System. Also da haben Sie eine riesige Datenbank mit Floorplans, Planogrammen. Das ist verknüpft mit Nachschubsteuerung, ja, weil die Planogramme, die werden aktualisiert, weil Sie kriegen wöchentliche Prognose ab Verkaufszahlen. Und dann werden die Facings von Produkten angepasst, abhängig von dieser Prognose. Dann geht zurück an Nachschubstellungssystem die Information, wie viel Platz ich im Regal habe. Kann ich Vorräte in dem Regal haben? Also das ist alles, das ist nur, ich würde sagen, das, was man sieht. Aber was das dahinter ist, ist wesentlich komplizierter. Also es kann nur funktionieren, wenn Sie eben im Backend, sage ich mal, die Prozesse... Man muss dafür bereit sein. Es gibt einige Unternehmen, die dazu bereit sind. Ja, und den anderen können wir den Weg zeigen. Aber wenn Sie... Dann werden einige werden ein paar Jahre brauchen, bis die wirklich das umsetzen. Ja. Okay, dann herzlichen Dank nochmal. Kleinen Moment, Sie kriegen auch noch einen. Kleines Präsent. Dankeschön. Ist ein Heilbronner Wein drin. Kann ich mal ein bisschen Werbung machen? Wir haben tatsächlich guten Wein hier.